lieben Zockfreunde, willkommen zu Let's Play Herr der Ringe Online. Ja, wir sind hier schon in der Charaktererstellung. Wir nehmen einen Mensch. Unterstützung, Unterstützung. Verteidigung. Hüter. Ja, ich nehme mal. Was denn? Einen Waffenmeister. Natürlich männlich. Nee, nee. Oder Wächter. Ja, ich nehme den Wächter. Okay, dann weiter. Wir machen mal zufällig. Haben hier auch ganz viele Optionen, wie scheint. Es ist übrigens blind. Wer es noch nicht weiß, das ist der dieses Jahr im Juni rausgekommen. So würde ich mal sagen, etwas so. Hier was Dunkles. Okay, erstellen. Mittelerde beitreten. Okay, hier kommt schon Werbung. Eine unerwartete Begegnung mit Räubern entlang des Weges endet in Gefangenschaft. Bei eurem Erwachen erblickt ihr den Waldläufer Streicher vor euch. Genug! Als er euch zu schnellem Handeln auffordert, wird euch bewusst, dass ihr in Angelegenheiten verstrickt wurdet, die von größerer Bedeutung sind, als es für eure Person sonst der Fall ist. Okay. Behältern gefallene Gegner können geplündert werden. Ein Funkeln über ihnen sagt euch, ob euch Beute erwartet, durch einen Rechtsklick. Ja. Schön für dich. Okay, Kamerabewegung kennen wir. Steuerung ist auch klar. Aber nun hier kurz die Sounds, die müssen. Anzeige Audio. Die muss auf die Hälfte runter. Denke ich mal. Hey, du! Zu weit weg. Beeilt euch, wir sind noch nicht in Sicherheit. Bewaffnet euch mit jeglichen Waffen, die ihr findet, während ich diese Räuber abwehre. Interaktion mit Gegenständen. Klick! Um die Tasche zu plündern, doppelt mit der linken oder einmal mit der rechten Maustaste auf die Tasche. Okay, öffnen wir die Scheiße mal. Ihr habt einen Gegenstand erhalten. Alle Gegenstände, die ihr erhaltet, werden in eurem Inventar aufbewahrt. Verwendet die Schaltfläche am unteren Bildschirmrand oder die zugewiesene Taste auf der Tastatur. Standardmäßig die Taste I. Um auf euer Inventar zuzugreifen. Sobald ihr euer Inventar geöffnet habt, könnt ihr euren Charakter mit einer Rüstung oder einer Waffe ausrüsten, indem ihr diese per Doppelklick auswählt. Ihr könnt auch euer Charakterfenster durch Drücken der Taste C öffnen und dort den Gegenstand auf das entsprechende Ausrüstungsfeld ziehen. Hinweis! Wenn ihr bereits einen Gegenstand angelegt habt, werdet ihr mit dem neuen Gegenstand ausgerüstet und der alte Gegenstand wird wieder in euer Inventar abgelegt. Okay. Also, So. Okay.
Habe ich die nun schon angezogen oder wie? Okay. Beeilt euch. Wir müssen euren Kampfeswillen erproben. Nicht nur ihr seid hier gefangen. Mein Freund Amdir und ich sind gekommen, um meinen Hobbit zu retten. Doch wie sich herausgestellt hat, ist nicht der Hobbit, dessen Spur wir folgen. Diese Flucht wird für uns alle gefährlich. Denn ich weiß, dass hier ein großer böser Wacht lauert. Ich habe von ihren Bewegungen gehört und kann ihre Anwesenheit spüren. Wisst ihr, wie man kämpft? Ihr solltet mit mir üben, um ein Gefühl für die Waffe zu bekommen. Das Inventar zugreifen, Taste I, um euer Inventar zu öffnen und eure Waffe zu sehen, oder klick mit der linken Maustaste auf die Beutelsymbole am unteren Bildschirm an. Waffen anlegen. Klick mit der rechten Maus auf die Waffe in eurem Inventar, um sie anzulegen. Hinweis, ihr solltet eure beste Waffe anlegen. Okay. Also, das war wie... Okay. Beeilt euch. Wir müssen euren Kampfeswillen erproben. Okay. Per Rechtsklick. Auf einen Gegner beginnt ihr mit automatischen Angriffen. Ein automatischer Angriff verursacht nur wenig Schaden. Okay. Okay. Gut gemacht. Lasst uns voranschreiten. Eure Kampffertigkeiten sind äußerst beeindruckend. Hört mir jetzt genau zu. Um herauszugelangen, benötige ich eure Hilfe. Wenn wir dieses Gefängnis verlassen, wird der wahre Kampf beginnen. Okay. Hey. Hier trennen sich unsere Wege. Ja, lese es selber durch. Komm schon. Okay. Wenn ihr Feinde besiegt oder Aufgaben erfüllt, sammelt ihr Erfahrung. Naja, schon gut, schon gut. Ah, da kommen noch mehr. Komm. Also die Steuerung ist hier noch ein bisschen merkwürdig. Z-
doch ein bisschen merkwürdig, weil... weil sich die Kammer immer hochstellt. Bin ich mir... Und dann muss ich... das Ganze wieder korrigieren mit Rechtsklick. Gibt es hier nicht noch irgendwas, dass die Kamera automatisch Drama! Viele Geschichten in Mittelerde entwickeln sich vor euren Augen. Seht euch diese Ergebnisse unbedingt an, um mehr Hintergründe zu euren Aufgaben zu erfahren. Manchmal werdet ihr für einen Moment aufgehalten, um sehr wichtige Szenen und Geschichten zu verfolgen. Schon wieder verdrückt. Komm schon. Das mit dem automatischen Angriffsmodus. Wie ist das Wertebefinden? Okay. Das mit diesem automatischen Angriff habe ich noch nicht ganz begriffen. Okay. Da sollen wir dieser kleinen Tussi folgen. Wohin auch immer. Okay. Den hätten wir. Hey! Finde Streichhund an dir. Okay, kein Problem. So. Ah, wunderbar. Zurück! Geh zurück zu den Schatten, gefallener König! Okay. Okay. Geht fort, faulen Hut. Ihr werdet diesen Leuten kein Leid zufügen. Hey. Wow. Ich bedauere, dass ich einen Augenblick zu spät gewesen bin. Aber noch ist nicht alles verloren. Okay. Der von einem schwarzen Reiter verwundete Waldläufer Amndir ist mit seinen Schützlingen in die Wildnis entkommen und befindet sich nun auf dem Weg zurück in das Dorf Archent. Dort hat Hauptmann Farnbach, ein Söldner im Ruhestand, die Bewohner des Dorfes organisiert, um mit ihnen den Schwarzwoldräubern zu trotzen. Okay. Hey, Isaac, du! Ach, im Himmel sei Dank. Dieser Arm dir scheint sehr krank zu sein. Ihr seid wach, Balatan. Gott sei Dank, ihr wart nach den Erlebnissen von letzter Nacht sehr erschöpft.
Aber der Waldläufer hat uns am Ende aller Sicherheit nach auch Rett gebracht. Ich mache mir schreckliche Sorgen um seinen Freund. Amdir sieht so furchtbar krank aus. Ihr könnt selbst nach ihm sehen, wenn ihr möchtet. Er ist gleich dort drüben, westlich von hier. Seht ihr dort auf der anderen Straßenseite? Ja, machen wir doch mal. Okay, nun haben wir hier Radar. Das ist nur Scheiße. Hey, Amdir! Macht euch wegen mir keine Sorgen. Es ist bloß ein leichtes Frösteln. Okay. Hier seid ihr also aufgewacht, Baladan. Ihr habt euch die Ruhe verdient. Denn ihr habt gestern tapfer gekämpft und ich selbst habe im Schlaf keine Ruhe gefunden. Die Klinge des schwarzen Reiters hat nur meine Schulter verletzt. Doch der Stich ist nicht besonders tief. Ich friere, aber das ist egal. Es ist lieb, dass ihr euch um mich sorgt. Aber ich selbst sorge mich um Streicher. Ihm wurde eine wichtige Aufgabe übertragen, jedoch um meiner und auch jetzt willen zögert er. Nächstes Ziel, finde heraus, warum Streicher hin und her gerissen ist. Hey Streicher! Wendet euch nicht mir zu, sondern Streicher. Es ist der heute eurer Hilfe bedarf. Es sind zu viele Taten zu vollbringen. Alle von dringender Natur und keine davon ist leicht. Sei gegrüßt, Baladan. Amir hat recht. Ich bin hin und her gerissen. Ich will ihn nicht in diesem Zustand zurücklassen. Um Achret muss gewarnt werden. Und dass die Schwarzwolds vorhaben, die Stadt anzugreifen. Aber ich sollte längst auf der Suche nach einem anderen Beutlin sein. Ah, da müssen wir. 25 Rüstung und... Na, nehmen wir mal das. Vielleicht könntet ihr von Hilfe sein. Hauptmann Farnbach beherzigt meine Warnungen nicht. Vielleicht könnt ihr mir helfen, Baladan. Die Einwohner von Achret werden in großer Gefahr sein, wenn die Schwarzwolds den Plan ausführen, den wir letzte Nacht mit angehört haben. Der hiesige Hauptmann, ein Mann namens Farnbach, mag sein Aussehen nicht und hört deshalb nicht auf meine Warnung. Sprecht bitte für mich mit ihm und seht, ob ihr ihn nicht wachrütteln könnt. Jeder Moment, den ich hier verbringe, ist ein Moment, in dem sich mein wahrer Schützling weiter blindlings ins unfassbare Unglück stürzt. Der schwarze Reiter, den ihr letzte Nacht gesehen habt, sucht nach einem Beutlin. Aber es ist nicht unser Freund Mundo. Ja, nehmen wir an die Scheiße hier. Hey! Mann, die stehen ja alle an einer Ecke hier. Mir gefällt der Anblick dieser Waldläufer nicht im geringsten. Seid ihr gestern mit diesen Waldläufern hergekommen? Ich mag nicht im geringsten, wie sie aussehen. Aber ich genehmige ihnen, wegen der Wunden des blassen Waldläufers zu bleiben. Ihr sagt, die Schwarzwolds wollen uns angreifen, aber ich glaube euch nicht. Nicht ohne Beweise. Diese Räuber waren schon immer in dieser Gegend. Sie sind ein unabwendiger Haufen, aber keine Mörder. Wenn ihr unbedingt müsst,
könnt ihr ja mit den Leuten aus der Stadt sprechen und sehen, ob sie auf eurer Seite sind. Dann werde ich die Warnung der Waldläufer in Betracht ziehen. Nächstes Ziel. Seht, ob Katrina Hansard eurer Warnung glaubt. Seht, ob Peggy Baumschneider eurer Warnung glaubt. Seht, ob Banwart Dienst Distelwolle eurer Warnung glaubt. Fortfahren. Okay, ein Haufen laufender Quests hier. Okay. Was kann ich für euch tun? Verkaufen? Nee. Hier möchte ich nichts verkaufen. Moment mal. Wieso hat er einen Knüppel getragen? Hey, du da! Ach, da pennt eine Runde. Hey, ihr. Hier geht's. Nicht rein. Kann man hier den Scheiß da auch irgendwie ausstellen. Nee, Kraftausdrücke müssen wir nicht herausfiltern. Naja, müssen wir halt damit leben. Es ist ja im Grunde genommen auch ein Online-Spiel. Macht ja nichts. Es wäre nur schön gewesen, so von wegen ein bisschen mehr RPG-Feeling. Weil, passt auf, Handlanger sind hier nicht willkommen. Ich bin kein Handlanger, verdammter Handlanger. Okay, hier scheint nichts zu sein. Gefängnishof von Achet. Er möchte. Ja, ein. Oh, verdammt. Okay. Wir können da. Scheinbar nicht rein. Naja. Ah, hier, hey, was du. Wenn der Hauptmann Farnbach sagt, dass wir in Sicherheit sind, dann sind wir es auch. Er hat bisher immer gute Arbeit daran geleistet, das unser Dorf zu beschützen. Warum würdet ihr uns die Schwarzwaldwanderer jetzt plötzlich angreifen? Das ist Ziel. Ja, wir müssen einfach noch weitere Leute befragen hier. Erfahren ist. Da vorne ist auch schon der nächste. Hey. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie ich sehe, ist euer Freund verwundet. Ich hoffe, es waren nicht die Schwarzwolds, die ihm das angetan haben. Ich vertraue Hauptmann Fardenbach wirklich sehr. Denn seit er die Führung auch jetzt übernommen hat, waren wir immer in Sicherheit. Ich werde dem Hauptmann nicht widersprechen, aber ich werde dem verletzten Kerl trotzdem helfen, so gut ich kann. Ja, hier scheint ja niemand uns zu glauben. Oder besser gesagt, der Warnung.
Ah, da. Hey, Seid du. Seid gegrüßt. Ihr denkt, dass die Schwarzwolds uns angreifen wollen? Redet keinen Unsinn. Sie hegen keine Sympathie für uns. Aber sie haben keinen Anführer und streiten öfter untereinander als mit Fremden. Sie könnten ja nicht einmal ein Eichhörnchennest überfallen, geschweige denn unsere Stadt. Fortsetzen. Können wir hier ein Pferd kapern? Ah, scheint ja nicht so zu gehen. Okay, da gehen wir zurück zu Streicher. Man findet überall nur friedvolle Bürger. Es ist eine schwierige Aufgabe, sie davon zu überzeugen, dass böse Menschen mit bösen Absichten böse Taten begehen werden. Warum gibt es nur überall so friedvolle Leute? Es ist unglaublich schwer, sie davon zu überzeugen, dass böse Leute mit bösen Absichten böse Taten vollbringen werden. Es sieht so aus, als könnte ich noch nicht abreisen. Amdir braucht meine Hilfe und es gibt noch viel Arbeit in Achret zu tun, um diese Leute auf den bevorstehenden Sturm vorzubereiten. Wenn ihr mir helft, könnt ihr vielleicht noch vor heute abreisen. Ehe ihr euch den Kampf stellt, Wisst ihr was? Ich lese das nun jetzt einfach ganz normal vor, sonst. Was habe ich nun für einen Auftrag? Ja, schön für dich. Sprech mit dem Wächter und Ausbilderin auch red. Ja, und wo ist denn der? Wo ist denn dieser Typ? Gleich zwei. Okay. Hier in einem Gasthaus. Reden können wir hier nicht viel. Ran wieder raus. So. Hier hinten. Da ist er. Hey, du da! Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Einen guten Tag wünsche ich euch. Es erfreut mein Herz, noch eine Person zu sehen, die den Weg des Wächters eingeschlagen hat. Nur wenige verstehen wirklich, was es bedeutet, ein Wächter zu sein. Der Sieg ist bedeutungslos, wenn in der Schlacht auch das verloren wurde, für das gekämpft wurde. In einem Kampf versucht der Wächter stets, den Zorn seiner Gegner auf sich zu ziehen, um die Schwachen, für die er Verantwortung übernommen hat, vor Angriffen zu schützen. Häufig kann ein Wächter den Zorn, den er entfacht, verwenden, um die Angriffe der Gegner auf sich selbst zurückfallen zu lassen. Erlerne die Fähigkeit Schildstreich von mir und zeigt mir euer neues, von mir erlerntes Können, indem ihr es gegen die Übungspuppe hier in Nähe einsetzt. Hinweis: Wächter verlassen sich auf ihre reaktiven Fähigkeiten, um Schaden auszuteilen und Bedrohung gegen ihre Feinde zu generieren. Um die Fertigkeit Schildstreich anwenden zu können, muss der Wächter zuerst den Angriff eines Gegners abblocken. Bewegt euch zu den Übungspuppen nördlich des Ausbilders und greift sie an, bis ihr einen ihrer Angriffe erfolgreich abblockt.
wenn euch das Blocken schwerfällt, so sollt ihr Wächterschild einsetzen, um eure Chancen auf einen erfolgreichen Block zu erhöhen. Wenn ihr erfolgreich geblockt habt, könnt ihr die Fertigkeit Schildstreich einsetzen und greift die Übungspop mit der Fertigkeit Schildstreich an. Ich grüße euch. Ne, ich mach den nicht an. Haben wir es nun. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Die abgenutzte Klinge hätten wir gerne. Okay. Ich grüße euch. Dann Inventar. Das. Super. Was macht ihr für grausige Behauptungen? Die Räuber sind doch nichts als Gesindel. Okay. Dann muss ich da die Quest noch abgeben gehen. Hier beim Streicher. Habt ihr eure gelernten Fertigkeiten gemeistert? Ja. Amdir, mein armer alter Freund. Ein Schatten hat sich auf ihn gelegt. Schatten ist... Ach komm, lass das hier selber durch, sonst verbringen wir hier ja Stunden. Fragt Hauptmann Farnbach nach einer Wegbeschreibung und beginnt damit, sein Vertrauen zu gewinnen. Mir gefällt der Anblick dieser Waldläufer nicht im geringsten. Okay. Ihm gefällt der Anblick dieser Waldläufer nicht im geringsten. Und dass es ihm nicht im geringsten gefällt, interessiert mich auch nicht im geringsten. Okay. Dann gehen wir mal da hin. Ach ja, und übrigens, ich spiele nun 10 Parts lang hier und dann entscheide ich, ob es ein Let's Play wird oder ein Let's Test. So, so. Wenn das nicht der Gerüchtemacher ist. Okay, nun müssen wir hier irgendwelche Wölfe besiegen. Ha! Oh! Ha!
Komm schon. Und dann, da hat's noch einen. Was zu weit weg? Ich bin doch da nicht zu weit weg. Okay. Ja, komm. Greif den Penner mal an. Alles nehmen hier. Wow. Okay, wo ist nun der Wolf hier hin? Irgendwo da hinten. Ah. Nee. Alles schön und gut, aber das sind keine Wölfe. Ah. Hey! Okay. Stirb! Stirb! Nee, ich glaube, das hier gibt kein Let's Play. Das gibt nur ein Let's Test. Ich glaube, ein Let's Play bei einem Online-Game macht wenig Sinn. Und mal ganz ehrlich. Spaßfaktor hier nicht so überzeugend. Weil einfach die Steuerung ein bisschen bekloppt ist. Es gibt nur ein Let's Test mit 10-minütigen Parts. Seht ihr, er schlägt einfach nicht richtig zu. Okay. Hallo? Okay. Dann den noch. Oder nee, macht ja keinen Sinn. Okay. Ja. Ich muss irgendwie hier durch. Und den Penner hier besiegen. Okay. Alles nehmen. Okay.
es gibt hier nur ein kurzes letzten Test. Und dann das nächste Let's Play. Da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Wird zu einem Assassin's Creed 3. Das, was dann neu dazukommt. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Let's Tests von neuen Erscheinungen. Jetzt eben hier. Herr der Ringe Online. Okay. Lass mich mal in Ruhe. Ist ja nicht möglich. Okay, das macht ganz gut Schaden hier mit dem Schild. Hallo? Mach doch den Scheiße mal fertig hier. Okay. Dann gehe ich mal zurück zur Stadt und mische da ein paar Wölfe auf. Deine Mutter. Komm schon. Okay. Dann, die Wölfe sind scheinbar in diese Richtung hier. Okay. Auch leer. Okay. Hier scheinen wir richtig zu sein. Okay. Ja, hier scheint man ja relativ untödlich zu sein. Weil, seht ihr, wie viel wir hier reinstecken können? Ist ja schon fast ein bisschen unrealistisch. Okay. Scheinbar scheint hier die Devise einfach drauf kloppen sein. Einfach drauf kloppen, wie es scheint. Okay, nun war hier doch ein Wolf. Vor sehr kurzer Zeit mal. Jap, ja, war einer. Mann! Lass mir den Wolf! Okay, noch ein Wolf. Okay.
Irgendwo muss hier noch einer sein. Okay. Wo könnten denn hier noch Wölfe sein? Ich sehe hier nirgendwo noch welche. Hey du, da. Kommt her. Okay. War das nicht der richtige Wolf? Okay. Dann in die Richtung wohl. Mal schauen gehen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gar nicht gebraucht werde. Der schlägt ja selber zu. Komm schon. Okay. Das war's wohl. Dann gehen wir hier mal zurück. Tor von Archit. Falsche Richtung. Geht scheinbar da lang. Okay. Wie ihr wollt. Okay. Wo genau ist denn sein Problem? Ich verstehe es nicht. Ah, wahrscheinlich müssen wir dahin. Gehen wir mal schauen. Schaden kann sie ja nie. Browns Zierbau. Brownes Zierbau. Okay. Hier sind ja schon ein paar Wölfe. Wow! Ah.
Bam! Okay. Dann gehen wir mal zurück. Also so allmählich geht's mit der Steuerung. So langsam geht's. War nur am Anfang ein bisschen Eingewöhnungssache, dass man die Kamera da die Taste drücken muss, um die Kamera zu drehen. Das war anfangs ein bisschen merkwürdig. Aber es geht. Okay, sind neue Fertigkeiten verfügbar? Wir haben die Quest abgeschlossen. Bald. Unmöglich. Ein Schwächling wie ihr hat den Wolfmeister besiegt? Ja. Verdammt. Ich glaube, das Königskraut war da, dass die Dinger da, welche da oben waren. Naja, gehen wir noch mal kurz schauen. Gehen wir noch mal da hoch. Ja. Okay. Schön für dich. Dann noch zwei. Und noch eins. Da. Okay, und dann müssen wir zurück. Fallschaden scheint es hier auch nicht zu geben. Okay. Mann. Hallo? Was ist denn los hier? Okay, ich glaube, da oben sind die Ränge. Okay, mischt der sich da kackenfrech rein? Der Magier? Einfach kackenfrech einmischen, stört ja niemanden. Naja. Okay.
die sind ja relativ schnell down. Können wir hier auch die Wache angreifen? Nee, anscheinend ja nicht. Ja, die wären ja auch Level 10. Okay, dann zurück zum Streicher. Cornelius Strohlehm ist ein Verräter? Die Gefahr hat euch früher gefunden, als ich die größte hatte. Cornelius Strohlehms Verrat oder die Ignoranz von Hauptmann Farnbach? Da. Hey, du da. Hey, ihr da, lasst mich gehen. Cornelius Strohlehm kann für mich bürgen. Hey, was du kann da. Ich für euch tun? Hey, ihr da. Wie könnt ihr das sagen? Cornelius Strohlehm ist mir gegenüber schon seit seiner Zeit als kleiner Junge loyal. Es wäre wohl ratsam, eurer Behauptung nachzugehen. Hey, ihr da! Ich habe Hunger! Ja, schön für Andi dich. Sieht heute so anders aus. Okay, dann müssen wir da lang. Dann gehen wir mal da lang. Schon wieder. Mann, immer am Hin und immer am Rumlatschen hier. Von A nach B, von B nach A, von A nach B. Naja, das kennt man ja von Rollenspielen. Also nicht von Rollenspielen, weil da werde ich ja auch Skyrim einbeziehen, ne? Und auch Risen 2 und Risen 1, da war es ja nicht so. Und auch bei Oblivion war es eigentlich nicht so. Da konnte man mal Quests sammeln, aber ihr habt ja gesehen, da mussten wir zu dem Wölfe abschlachten. Nachher dahin gehen, um das Zeug zu sammeln, nachher zurück, damit dann die anderen Missionen freigeschaltet wurden. Es gibt halt jetzt hier auch nur 2. Und statt mal so 10, die man dann machen kann. Okay. Ich habe mich umentschlossen, die Parts werden doch nur 6 Minuten lang. Es gibt 10. Die werden 6 Minuten lang je. Aus dem einfachen Grund, weil... Es lohnt sich ja hier gar nicht groß zum... das hier weiter zu machen. Okay, den machen wir noch kurz zu Ende. Komm schon, mach den fertig. Okay. Also die Aufnahmesession hier, das Let's Test ist vorbei. Was soll ich dazu sagen? Ja, typisches Online-RPG, typisches Online-Rollenspiel. Grafik typisch, auch mit Hin- und Herlatschen eigentlich typisch Online-Rollenspiel. Wenn man das mag, ja. Aber ich fand es jetzt nicht allzu prickelnd. Es war ein bisschen eintönig. Latsch dahin, mach mal dies und mach mal das. Mach die Kämpfe da. Die Steuerung war ein bisschen verschissen. Kann man ruhig mal so sagen. Aber es ist, wenn man bedenkt, dass das ein Online-Rollenspiel ist, da ist es schon gut, dass
mehr kann man davon nicht erwarten. Ich meine, das ist nicht irgendwie Skyrim, Risen 2, Diablo 3 oder sowas. Nee, es ist einfach ein Online-Rollenspiel Herr der Ringe. Naja, wir sehen uns dann ein anderes Mal. Bis dann, tschö. Haut rein, meine lieben Zockfreunde. Tschüss.